König Franz, das war ein Freund von Bandern, Lähm und Tischern. Na früh, wenn die Sonne scheint, da saß er bei seinen Viechern. Der Text sitzt und trotzdem ist Henrik ein bisschen aufgeregt. In ein paar Minuten muss der Elfjährige auf die Bühne. Für diesen Auftritt hat er tagelang geübt. Zuerst habe ich es erstmal nicht sächsisch aufgesagt, sondern erstmal den Text gelernt. Und dann habe ich an meinem Sächsischen gefeilt, dass das gut klingt. Henriks Brüder, Cousins, Eltern, Tante, Großeltern, alle sind dabei. Im Kabaretttheater Sanftmut in Leipzig zum Mundartwettbewerb. Eine Herzensangelegenheit der Lene Vogt Gesellschaft. Wichtig für uns ist es ja, mit Kindern und Jugendlichen Dialekt begreifbar zu machen, sie mitzunehmen, zu erläutern, was ist Dialekt, warum gibt es den. Dialekt hat was mit Heimat zu tun, mit Identität mit der Heimat, ist ein Kulturgut. Und dann geht's los. Toi, toi, toi. Das Wetteifern um die beste Lene Vogt-Interpretation. Doch stolz wie ein Denkmal aus Erz und aus Stehen. Die Urahne stand unterm Schirme. Da, schon bringt der Uferschwasser. So ist hübsch, mein braves Tier. Wenn der Meister wüsste, dass er hätte ne Konkurrenz in mir. Doch fragt man Schneiderwald, warum? Da stellte die sich auch noch dumm. Und dann ist Henrik mit seinem Auftritt dran. Schon sitzen alle auf dem Platz und glotzen durch die Brille. Da hoppt er lebe mit dem Satz in diese Totenstille. Eine Jury schaut und hört ganz genau hin. Nicht nur, wie gut die Kinder Sächsisch sprechen. Die Ausstrahlung, die wirkt am meisten und die werden wir auch am meisten bewerten. Die Freude am Spiel. Für Henrik und die anderen Kinder heißt es nun warten, doch dann. Und der erste Platz, da waren wir uns so einig, der geht an Leni Bär. Henrik hat's nicht unter die Top 3 geschafft. Es war mir irgendwie schon bei den ganzen guten Gedichten klar, dass ich jetzt nicht Erster werde, aber es hat trotzdem sehr Spaß gemacht. Und er ist ermutigt, beim nächsten Mal wieder anzutreten. Wie Lene Vogt sagen würde, was Sachsen sind von echtem Schlag, die sind nicht durchzukriegen.